Meine Damen und Herren, die Heiltherme Bad Waltersdorf bietet nicht nur Wellness und Spa, tolle Erholung, schöne Urlaube, hervorragende Kosmetik. Nein, es gibt auch hier ein Ambulatorium für physikalische Therapie. Dieses Ambulatorium wird geleitet von Frau Dr. Margit Wiesner und ich habe Sie eingeladen, uns über Ihr Ambulatorium, aber auch auf einen Schwerpunkt, auf den Sie sehr setzt, über die Akupunktur ein bisschen was zu erzählen. Grüß Gott, Frau Dr. Wiesner. Grüß Gott, Herr Dr. Ehrenberg. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf und Ihnen erzählen darf über unser Ambulatorium. Wir haben die Elektrotherapie sowie auch Massagetherapien und dann vor allem auch die verschiedenen Packungen, wo wir ja auch das Steirische Moor haben. Aha, Steirische Moor. Ja, das ist ein Moor aus der Obersteiermark, Kloster Schwanberg, das hier angeboten wird. Und ganz besonders möchte ich auch erwähnen die Heublumenpackungen, die von ungedüngten Wiesen kommt, hier aus der Umgebung. Und sehr viel Linderung bringen, von altem Wiesen überliefert, wissen wir, dass schon früher die Leute oft im Heu badeten und dadurch oft ihre Schmerzen linderten. Und so haben auch wir uns entschieden, jetzt auch die traditionelle steirische Medizin hineinzubringen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist doch etwas Besonderes von der Heiltherme Bad Waltersdorf. Das ist ganz etwas Besonderes, weil wir haben uns zurückerinnert, warum sollen wir nicht die Produkte, die wir hier haben in unserer wunderschönen Steiermark, auch zur Gesundheit und zum Nutzen der Menschen anwenden. Also Heubäder? Haben wir vor allem dann das Moor. Das Moor. Was gehört und auch dazu? Die Ernährung gehört dazu. Wir haben sehr viele Naturprodukte aus unserer nächsten Umgebung. Wir wollen nicht nur den Kürbis und die Äpfel sehen, sondern auch die bewirtschafteten Getreidefelder, die wir hier haben, auch Mais oder eben das Getreide, das biologische und auch das Fleisch, das Rindfleisch oder auch Schweinefleisch, das hier sicher, wenn es biologisch gehalten wird, gesünder ist als ein Überseetransport von. Also Sie setzen einfach auf die Tradition in vielen Bereichen, steirische Tradition, wenn wir gesagt haben, nicht nur der Kürbis, der natürlich hier ein schon ein Star ist. Oder die Äpfel. Ja, oder Äpfel, sondern auch andere Dinge fördern Sie. Ja. Um vielleicht auch einen gewissen Bio- und Umweltgedanken mit in die Therme hineinzutragen. Wir haben dadurch eine schöne Umwelt und die Leute haben eine Freude an der Natur und natürlich auch an der Gesundheit. Also wir können allen dienen, sowohl der Umgebung und auch den Gästen hier können wir das anbieten. Aber nicht nur traditionelle steirische Medizin. Nein, das haben wir nicht. Wir haben auch die traditionelle chinesische Medizin. Ja. Und hier möchte ich vor allem erwähnen die Akupunktur, die vielen bekannt ist. Und auch die Ernährung nach den 5 Elementen zählt dazu. Die Akupunktur ist eine sehr gute Methode zur Selbstregulation des Körpers. Wo Blockaden sind, kann man hier eingreifen. Man kann mit Akupunktur behandeln, was gestört ist, aber nicht was zerstört ist. Man kann aber zum Beispiel begleitend die Akupunktur auch bei schweren Krankheiten anwenden, einfach zum Wohlbefinden und zur Stärkung des Immunsystems. Vielen Menschen ist die traditionelle chinesische Medizin schon bekannt, auch der Begriff der Akupunktur. Aber wenige wissen, woher kommt das Wort Akupunktur eigentlich? Das Wort Akupunktur kommt aus dem Lateinischen und heißt Nadelstechen, Akus, die Nadel und Pungere stechen. Und ich möchte hier das Wort Akupressur auch verwenden, das vielen geläufig ist. Das würde eigentlich Nadeldrücken heißen, ist eigentlich ein Kunstwort. Das möchte ich jetzt einmal erklären, weil die meisten sagen immer Akupunktur und meinen oft nur das Drücken. Also richtig ist es mit Nadel und Stechen. Wir können es aber auch mit Laser machen bei Leuten, die Angst haben vor Nadeln, die sehr schmerzempfindlich sind oder einfach Patienten, die Blutverdünnung wie Marcoma nehmen müssen. Da empfiehlt sich vor allem auch die Laserakupunktur, deren Wirkung auch schon beschrieben wurde und in der Magnetresonanz dargestellt wurde. Wenn man an richtigen Punkt den Laser ansetzt, wie sich die Durchblutung im Gehirn verändert. Also das ist wirklich ein Beweis in unserer Welt, dass wir das zeigen können, dass es wirklich wirkt und nicht nur
ein Placebo ist, weil Placebo-Punkte einfach die Wirkung nicht gegeben haben. Sich in da einer gibt es Studie. Jetzt schon sehr schöne wissenschaftliche Untersuchungen, die wirklich zeigen, dass man den Punkt treffen muss, ja. Ja, dass uns die Wirkung ausbleibt, dass wir lange Zeit bezweifelt wurden. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Man hat auch radioaktive Isotope verwendet oder auch mit einer Wärmekamera das dargestellt. Und es hat sich gezeigt, dass eben dort Veränderungen passieren, wo sie erwünscht sind. Also der Arzt, der akupunktiert, braucht sich jetzt nicht mehr verstecken vor der Wissenschaft, der sagt, das funktioniert schon. Na, deswegen ist es ja auch anerkannt und ein Ärztekammerdiplom. Aber man sollte trotzdem, ich sage, die Diagnostik der Schulmedizin sollte man haben. Ja, und auch das, bei uns in Österreich darf nur einer akupunktieren, der auch das Jus Practicandi hat. Gibt es im Chinesischen eine spezielle Art der Diagnostik? Ja, das ist die Diagnostik wende ich auch an bei der Akupunktur. Das ist eine ganzheitliche Diagnostik, wo man vor allem auch auf die Seele des Menschen eingeht und dann auch auf die Zunge und die Pulsdiagnostik, die sehr wichtig ist, weil sich auf der Zunge das Organsystem projiziert und ich dann sehen kann, welcher Typ von Mensch, dass sie sich, kann dann die Punkte festsetzen und bestimmen und einzeln abstimmen. Also eine ganz individuelle Diagnostik. Ganz individuell und sehr aufwendig. Die auch nicht so auf Apparate aufgebaut ist, nicht? Nein, das ist eben noch, wo man auch den Menschen wirklich auch angreift und nur schmerzhaft ist. Nicht? Man kann auch, man fragt auch nach den Ausscheidungen, die sehr wichtig sind. Es ist eine Rundum-Diagnostik, ja. Und man fragt aber auch von der Schulmedizin Beschwerden. Das ist beides. Hochinteressant, Frau Dr. Wiesner, ich danke für Ihr Kommen. Ich danke schön. Meine Damen und Herren, Sie sehen auch hier, werden besondere Methoden angewandt. Ganz interessant, speziell für die Heiltherme Waltersdorf, die traditionelle chinesische Medizin, aber auch die traditionelle steirische Medizin. Also wird eine Brücke gebaut zwischen Steiermark und China. Und wir haben ja schon gesprochen einmal in früheren Sendungen mit Genro Laoshi, der im Hause hier Qigong und Tai Chi unterrichtet. Und ich glaube, dass Sie auch gut beraten sind, diese Dinge in Anspruch zu nehmen. Scheuen Sie sich nicht, besuchen Sie Frau Dr. Margit Wiesner und Sie werden noch viel, viel mehr erfahren, als wir in diesen paar Minuten besprechen konnten. Ba-ba-da-b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 a-ba-da